Zusammenfassend, wieso? Ich verstehe es nicht. Also ich würde es verstehen, wenn sie ein paar Truppen zurückziehen, um Finnland endgültig schlagen zu können oder so. Anscheinend wollen sie Finnland auch nicht mehr bekämpfen. Was machen die? Ich würde es nämlich wirklich interessant finden. Haben wir hier... Nein, wir haben keine Air Force irgendwo. Ah, wir haben Industrie. Sehr schön. Ja. Jetzt die große Frage, was machen die Sowjets in Europa? Sie haben Rom nicht erreicht und ziehen sich trotzdem zurück. Und so viele Truppen können sie gar nicht glauben, dass sie gegen Finnland... Außerdem kämpfen sie ja gar nicht gegen Finnland. Auch hier, die Sowjets verteidigen ihr eigenes Gebiet nicht mehr. Was zum Teufel? Dafür stellen sie jetzt hier 5- und 6-fach Garnisonen an der Grenze auf, oder wie? Na, sehr sinnvoll. Tja, da muss man jetzt, glaube ich, die KI nicht verstehen. Finnland, Rumänien, Istanbul, Tokio, Spanien. Das müssen dann wohl unsere Truppen alles erledigen. Ja, Frankreich kann es brauchen. Und wir haben ja sowieso extrem viel Industrie. Das Platzieren ist natürlich anstrengend, wenn dann die halbe Zeit hier das Fenster verschwindet. Na gut, Vietnam wird erobert. Japan wird mehr oder weniger erfolgreich verteidigt. Und ohne Sowjets wird es in Europa schwer. Okay, könnt ihr gerne haben, Australien. Ja, und irgendwie sind die Sowjets nicht mehr im Krieg, oder? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es wirklich nicht. Stellen sich jetzt einfach hier an die Grenze und tun gar nichts mehr. Genauso hier. Sie besetzen zwar die Grenze, aber tun sonst nichts. Ja, Japan wird verloren gehen. Jetzt haben sie, na, sie haben immer noch eigentlich nur zwei Häfen. Aber trotzdem. Und Europa wird auch verloren gehen. Beziehungsweise, wenn die Grenzen sich nicht mehr verschieben, dann nicht, aber. Warum verschieben sich die verdammten Grenzen nicht? Ich verstehe es nicht. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Und nachdem die Sowjets jetzt hier so viele Truppen haben, machen wir mal Conquer of Rumänien. Weil wir es ja sowieso noch brauchen. Und das wird auch ein Ziel der Sowjets, die dann hoffentlich wieder darauf die Idee kommen, hier aktiv zu werden. Ja, und zwar indem sie ihre Truppen wegbewegen alle. Das muss man echt nicht verstehen. Super, Rumänien marschiert jetzt in alle Richtungen vorwärts. Ah, what the fuck? Okay. Also ich würde sagen, nachdem jetzt hier
nicht mehr möglich ist zu gewinnen, nachdem die Sowjets hier nämlich nicht mehr vorrücken oder irgendwas tun, müssen wir eigentlich das Let's Play fast beenden dann. Weil, oh, die Sowjets rücken hier wieder minimal vor. Okay. Hier rücken... Aha, hat das Ganze jetzt wieder ihren Willen zu kämpfen aktiviert oder irgend sowas? Scheint fast so. Ja, sie tun wieder etwas und ich wollte gerade das Let's Play beenden. Huh. Gut, mit sowjetischer Hilfe wird dann auch in Finnland ein Sieg drinnen sein. Das nehme ich an, ist Japan. Ja. Die ganzen Niederlagen sind in Japan. Die Amis werden hier gewinnen. Aber niemals werden sie Kontinentalchina besetzen. Das werden wir doch zu verhindern wissen, nicht wahr? Ja, das laggt jetzt schon ziemlich stark mit den viel zu vielen Truppen, die es auf der Erde schon gibt. Oh, Griechenland ist auch kommunistisch. Oh, nice. Hier wäre es natürlich schön, wenn irgendjemand die Briten davon abhalten würde, ganz Frankreich zu übernehmen. Das könnten wir sein. Nein, könnten wir nicht, weil es keine Möglichkeit für uns gibt, diese Grenze zu übernehmen. Wo marschieren wir jetzt hin? Okay, überall ein bisschen, das passt dann schon. Die Briten und Bulgarien werden auch bald geschlagen sein, hofft man. Also hoffe ich zumindest. Gut, dann beginnen wir in Europa erstmal keinen neuen Krieg, bis die Sowjets alles gewonnen haben. Und verlieren währenddessen hier schön dahin gegen die Amis. Oh, nice. Das werden wir gleich mal verbreiten, das Netzwerk. Ist Production of Auto? Ja. Warum produzieren wir dann nicht mit aller Kapazität? Aha. Wollten Sie jetzt gerade... Wollen Sie etwa in China landen? Gegen 1.400.000 chinesische Truppen, die ihr Land mit ihrem Leben verteidigen werden. Katze im Hintergrund, ich weiß. Tja, Japan wird verloren werden. Da führt kein Weg mehr dran vorbei. Aber mit diesen Dingern können wir es vielleicht irgendwann zurückholen. Wenn die Amis dann sich auch nicht mehr drum kümmern. Oder so. Rumänien sollte dann auch bald geschlagen sein. Finnland, ja, wird langsam auch besiegt. Dauert aber an, die Schlacht. Oh, meine halbe Armee tut nichts mehr. Okay, wisst ihr was, dann würde ich mal sagen, wir nehmen hier irgendeinen Chor, machen daraus ein Headquarter. Osaka Headquarter, das passt ganz gut. Und dieses Headquarter wird ab jetzt die Aufgabe haben, Japan zu verlieren. Und das meine ich genauso, wie ich gesagt habe. Wir können Japan ja nämlich sowieso... Wow, 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 what the fuck... So, machen wir das so. Also, weil Japan ja sowieso nicht gehalten werden kann, sollen die es einfach möglichst schnell verlieren. Und ihr werdet alle wahrscheinlich nicht mehr evakuiert werden können, weil die Amis auch mit Flotten hier Müll machen. Von dem her, naja... Ihr solltet eigentlich überhaupt keine Truppen haben. Natürlich nicht. So, so gehört das.
Und Osaka Headquarter wird jetzt einfach Japan verlieren. Und die Armee hier wird hoffentlich zurückgezogen. Also hoffentlich überleben ein paar Truppen noch, die evakuiert werden können oder so. Gut. Wie sieht es in Europa währenddessen aus? Die Sowjets können in Italien Siege erzielen. Rumänien ist auch vermutlich bald geschlagen. Mit ein paar britischen Truppen wieder, was ich super finde, weil die Briten wurden noch viel zu wenig geschwächt. Und wir haben anscheinend zu wenige Ressourcen und Manpower, um unser ganzes Industriepotenzial, das wir jetzt aufgebaut haben, auch auszunutzen. Was schade ist. Ja. So sterben sie dahin, meine Truppen in Japan. Immerhin können sie den Amis sicher noch ein paar Verluste zufügen. Haben wir denn gar keine Flotte, mit der wir irgendwas tun können? Sieht leider nicht so aus. Mal sehen. Ja, ihr südliche Verteidigungsarmee, wenn ihr nicht automatisch wärt, würde dann irgendeine Flotte da sein? Nein. Okay. Dann haben wir leider keine Flotte, mit der wir da was tun könnten, dagegen, dass meine Truppen alle hier sterben. Und damit wir das Kriegsziel erreichen können und Tokio übernehmen, werden wir vermutlich mit den Untergrundbasen dann wirklich arbeiten müssen. Ja. Okay. Es ist vorbei, zusammenfassend gesagt, weil die Alliierten haben Atombomben, die sie jetzt irgendwo gerade auf unsere Länder auch geschmissen haben. Ja, auf mein Land. Oder? Vermutlich auf mein Land, denn jetzt bei 40% meiner Siegpunkte besetzt würde ich schon aufgeben. Das heißt, sie haben Atombomben einfach auf mein Land geschmissen eben. Und ich werde das Let's Play jetzt dadurch verlieren, dass meine National Unity auf 0 gesenkt wird durch amerikanische oder britische Atombomben. Und sie dann ein, zwei Gebiete von mir in Japan halten und das wird reichen, um mein Land zu besiegen. Aber wir sehen uns den Untergang natürlich auch noch an. Und ich habe jetzt gar nicht daran gedacht, dass wir vielleicht irgendwie eine Atomverteidigung aufbauen oder so natürlich. Ja, wir sind nicht mal annähernd in der Nähe, dass wir irgendwie Atombomben haben könnten. Von dem her können wir auch nicht wirklich zurückschlagen. Und die Briten vernichten wird jetzt auch nicht möglich sein, um so ihr Atomprogramm zu beenden. Ja, wir können es noch probieren mit Rumänien und so weiter. Aber mit der zweiten oder dritten Atombombe wird kommunistisches China aufgeben oder aufgeben müssen. Gut, Japan ist verloren, wie man sehen kann. Übrigens haben wir jede Menge Untergrundbasen aus irgendeinem Grund in Norwegen. In Japan wären sie sinnvoller, aber da bauen wir ja sowieso auch welche. Und die stellen wir mal alle darauf ein, dass sie noch an Stärke gewinnen. Und wenn dann ganz Norwegen voll ist mit Untergrundbasen, dann werden wir eine riesige Revolte losbrechen und den Briten da mit Norwegen wegschnappen, während hier die Deutschen aus Norden auch schon vorstoßen. Finnland ist außerdem auch so gut wie besiegt schon. Ja, haben zwar noch ein paar Siegpunkte, aber das wird nicht viel helfen. Brasilien ist alliiert. Okay. Ja, hier haben die Sowjets viel Gebiet nochmal gewonnen.
das aber keinen großen Einfluss mehr alles haben wird. Ja. Wird das vom Spiel ist eigentlich so gerechnet, dass die Siegpunkte von mir besetzt haben? Nein, das heißt, sie müssen wirklich in Kinas Siegpunkte besetzen, oder? Wie viel haben wir denn? Ja, die Unity. Bombing. Und Convoy ASW Warfare, was auch immer das ist. Senken die jetzt weiter. Nicht gut. Dabei waren wir gerade dabei, in Indien einzumarschieren. Die Truppen verlieren hier dauernd den Anschluss. Nein, wie nennt man denn das? Den Vorgesetzten. So ungefähr. Okay, Finnland ist immerhin jeden Moment besiegt. Können wir die Ziele noch erreichen? Finnland und Rumänien haben wir gerade. Istanbul und Spanien. Ah, Karelien haben wir irgendwie auch. Spanien und Istanbul wird auch noch möglich sein. Tokio wird es das Hauptproblem beim Erreichen aller Ziele. Und wir müssen vor allem extrem schnell damit sein, weil sonst werden Atombomben alles vermiesen. Komm schon, Finnland, gib erst auf. Nein, tust du nicht. Du Mist. Mistiges Mistland. Mit Rumänien sieht es ähnlich aus. Gibt nicht auf. Verdammt nochmal. Ja, dann werden wir die Türkei, dann Spanien angreifen. Und währenddessen Untergrundbasen in Japan aufbauen und hoffen, dass wir dann einfach einen Tag lang alle Siegbedingungen erfüllen und so vor den Alliierten das Spiel auf diese Art und Weise gewinnen. Was schwierig werden könnte. Immerhin können wir hier jetzt massiv in Indien oder nach Indien vorstoßen, was, wie gesagt, nicht viel bringt, aber ganz schön ist. Okay, hier halten sie sehr erfolgreich das kleine Gebietchen hier. In Italien ist auch weiteres Vorstoßen schon recht schwer geworden und hier sieht es ähnlich aus. Wobei Finnland ist jetzt gleich weg von der Bildfläche. Jo, Finnland ist unser Puppet. Wir sind bei 11 von 15. Rumänien, Istanbul, Tokio, Spanien. So, also an Rumänien arbeiten wir ja. Und warum machen denn die da alle irgendeinen Müll? Das Gebiet da unten ist, glaube ich, sicher genug, damit wir es wagen können, hier Industriekapazität hinzubauen, um hier Nachschub zu haben. Und wenn wir sie verlieren sollten, wäre es jetzt auch nicht das große Drama. Ihr habt Rumänien als Angriffsziel? Ja, habt ihr. Warum greift ihr nicht an? Die Sowjets sind ja auch sehr inaktiv geworden mit ihren Angriffen. Und so kann sich Rumänien weiterhin ausbreiten oder wieder ausbreiten. An der türkischen Grenze stehen auch überhaupt keine sowjetischen Truppen mehr. Alles muss man selber machen. Könnt ihr so die türkische Grenze vielleicht... Nein. Oh. Ihr seid aus irgendeinem Grund schon wieder nicht für alles verantwortlich, was wichtig wäre. Oder? Habe ich mich verschaut? Doch. Nördliche Angriffsarmee. Hat alles in Europa. Warum ist dann
Das verstehe ich noch nicht ganz. Warum wird das dann gewertet, dass das von der anderen Truppe verteidigt werden müsste? Das ist sehr komisch. Egal. In Japan sieht es natürlich nicht gut aus. Wie könnte es auch? Hier wiederum... Ja, das Netzwerk breitet sich eindeutig aus. Ja, sollen wir schon mal den Krieg gegen die Türkei beginnen? Die würden hier natürlich sowjetisches Gebiet erobern, aber die Sowjets tun ja eh nichts Sinnvolles gerade mit ihren ganzen Truppen. Wo sind überhaupt ihre ganzen Truppen? Laufen gerade herum. Ja, lassen wir ihnen noch ein bisschen Zeit mit Rumänien, um das zu Ende zu bringen. Deutschland hat auch schon wieder eine eine gute Armee. Ja, und ihr seid wieder komplett inaktiv geworden hier an der Front. Ihr zieht euch wieder nur noch zurück. Letztes Mal haben wir doch das durch einen Krieg beenden können. Also muss es Krieg geben. So, ich hoffe mal, die Sowjets erkennen jetzt, dass sie hier Truppen hinverlegen. Ja, tun sie immerhin. Und dann fehlt in Europa nur noch Spanien und in Asien Japan, das wir wieder haben müssen. Was schwer werden könnte, weil Tokio natürlich verteidigt wird. Hey, zwei Gebiete gehören ja wirklich uns aus irgendeinem Grund. Okay, die Sowjets beschließen, einfach wieder Müll zu machen, ehrlich gesagt. Also irgendwie, das Spiel funktioniert am Anfang voll gut. Und je später im Spiel man ist, desto mülliger verhält sich die KI eigentlich. Ja, die Maschine ist aus irgendeinem Grund da irgendwo hin. Sie haben nicht mal eine Revolte. Ah, Amis. Dann haben sie nicht irgendeinen Grund, sondern einen guten Grund, dahin zu marschieren. Und ich beginne in Europa massenhaft Kriege. Und die Sowjets müssten eigentlich die Amis bekämpfen. Aber naja, werden wir das Spielziel, also diese Siegbedingungen, alle noch erreichen können? Istanbul und Rumänien würde schon irgendwie gehen. Und Spanien dann auch irgendwie. Wiederum. Allerdings ohne Verteidigung hier wird es halt die Türkei gewinnen. Was jetzt auch nicht gerade gut wäre. Ich kann meine Armee nicht dazu anstiften, irgendwie die Türkei zu verteidigen. Vielleicht kann ich die Sowjetarmee immerhin dazu anstiften. Zumindest wieder irgendwas Sinnvolles zu machen. Also gegen die Amis verteidigen ist natürlich auch sinnvoll. Darf man jetzt nicht irgendwie da zu sehr unterschätzen. Das ist auch nötig, aber... Immerhin werden wir Norwegen vermutlich zurücknehmen können. In Japan hat sich noch kein Netzwerk ausgebreitet. Nein, leider nicht. Weil hier dauernd Ami-Truppen durchmarschieren und das alles kaputt machen.
Ja, hier dringen wir langsam vor. Und hier, nein, ich kann euch nicht dazu anstiften, gegen die Amis zu verteidigen. Okay. Aha, Jugoslawien hat auf einmal eine riesen Armee. What the fuck? Ja, von den Siegbedingungen her, wir waren erst echt nicht weit davon entfernt zu gewinnen. Tokio hatten wir zumindest schon mal und alles andere ist noch erreichbar. Übrigens hier mal allen klar machen, dass das ein wichtiger Punkt wäre. Na kommt schon, jetzt bleibt ihr dann vor Bukarest stehen. Anscheinend. Also die KI braucht immer wieder mal einen Krieg, um aktiviert zu werden. Und jetzt, wenn hier auch meine Truppen gegen die Amis vorzugehen beginnen. Hey! Wartet mal, man muss gar nicht alle erreichen. Sehen wir uns das mal an. Wir haben 12. Also man muss nur 12 erreichen. Und ich dachte, man braucht unbedingt alle 15. Ja, damit ist gewonnen. Ein halbes Jahr vor Spielschluss. Wir saven das nochmal. Communist China. Victory. Okay. Dann würde ich sagen, wir beenden das Let's Play an dieser Stelle, weil alles, was wir jetzt noch tun könnten, wäre hier ein bisschen kämpfen, hier ein bisschen kämpfen und vielleicht sogar noch hier ein bisschen kämpfen und hier ein bisschen kämpfen. Aber wir haben nie im Leben eine Chance, in einem halben Jahr jetzt noch eine Flotte aufzubauen, mit der wir Großbritannien, geschweige denn die USA, angreifen können wirklich. Und die haben Atombomben. Von dem her, ein Komplettsieg im Sinne von alle anderen Fraktionen vernichtet, ist eh nicht mehr möglich. Also würde ich sagen, wir beenden dann an dieser Stelle das Let's Play und freuen uns auf East vs. West, das hoffentlich so zu dem Zeitpunkt hinauskommt, dass wir an dem Tag, wo dieses Let's Play fertig hochgeladen ist, mit East vs. West fortsetzen können. Aber ich glaube es jetzt nicht so wirklich. Auf jeden Fall, ich würde mich freuen, wenn wir in East vs. West vielleicht wieder kommunistisches China sind. Und ja, danke fürs Zusehen bei diesem Let's Play und stimmt fleißig ab, was das nächste werden soll, denn dazu gibt es sicher bald wieder ein Video. Oder vielleicht war es auch schon zu dem Zeitpunkt, wenn ihr das seht. Nur so als Hinweis, ich mache das hier gerade noch immer in den Weihnachtsferien, weil ich gerade noch Zeit zum Aufnehmen habe und ihr seht das vermutlich erst im Ende Jänner, Anfang Februar sowas oder vielleicht noch später, keine Ahnung. Also auf jeden Fall danke fürs Zusehen und auf Wiedersehen.